Bormann, der Lehrer aus Berlin. Yes. Da hinten heult ein Kind, und ich könnte auch heulen, in welchem Zustand sich unsere Welt befindet. Wenn man die Wissenschaft zu einem Gott macht, dann muss man auch wissenschaftlich arbeiten. Wissenschaft besteht nicht aus einer Stimme eines wissenden Professors. Wissenschaft besteht aus Millionen von Fragen, wo man sich eine nach der anderen vornimmt, um sie dann zu beantworten. Das ist vielleicht mühsam, aber das ist leider normal doing, so ist es halt. Okay, so, wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die die Wissenschaft zur Religion erheben wollen, kann ich einfach nur sagen, nee, geht gar nicht, funktioniert nicht. Dann ist es ja keine Wissenschaft mehr. Das ist Schlaumeierei, Besserwisserei, Bevormundung, was auch immer. Also es hat jetzt verschiedene Versuche gegeben, das so zu tun. Also wir machen mal Wissenschaft. Das ist der Oberprofessor, Professor, Doktor, Doktor, Doktor und der weiß jetzt was. Okay. Wenn es dann wenigstens jemand wäre mit so vielen Titeln. Aber diese Typen, die uns da vorgesetzt werden, das sind dann so Menschen, die in nachgelagerten Instituten eines Ministeriums arbeiten und deren Gehalt davon abhängig ist, dass sie das sagen, was ihre Chefs von ihnen wollen. Ne? Also, und wenn die dann das tun, was ihre Wissenschaftler ihnen empfehlen, dann ist das nichts anderes als eine versteckte Selbstermächtigung. Ja? Also so, ich weise denen jetzt mal an, zu behaupten, das ist so und so, dann kann ich das und das machen. So funktioniert das System Merkel. Das hat bei der Klimapolitik schon so funktioniert. Da schickt man immer den Ramsdorf in die Manege. Ne? Und es klappt auch jetzt bei Corona so. Da schickt man dann immer den RKI-Chef in die Manege und lässt die irgendetwas verkünden, was man dann als Fakt in die Welt setzt, was nicht hinterfragt werden darf. Das darf auf keinen Fall hinterfragt werden. Ne? Das sagt er dann auch noch in der Öffentlichkeit, nicht zu fassen. Und darauf basierend wird dann Politik gemacht. Unmöglich, oder? Das muss man sich mal klar machen. Also ich bin jemand, der als Lehrer in der Schule angetreten ist, um logisches Denken zu vermitteln. Um klar zu machen, wenn das so ist und das so ist, dann kann das nicht so und so sein. Nichts anderes mache ich hier den ganzen Tag. Und diese kleinen Videos, die ich jetzt hier verteile, machen auch genau das. Mal darauf hinweisen, dass es da logische Widersprüche gibt. Und natürlich werden wir in der Zukunft auch Logik brauchen. Ne? Egal, was sich also jetzt die Leute da beim World Economic Forum unter der Leitung von Klaus Schwab so alles für uns Schönes ausgedacht haben in der schönen neuen Welt, sie wird nicht schön werden. Das, was wir jetzt schon sehen können, ist, dass dieses System totalitäre Grundzüge hat, dass wir nicht mehr mitbestimmen werden, wohin diese Politik geht, dass von oben herab einfach behauptet wird, so und so ist das. Das hat sich schon immer als falsch herausgestellt. Und wenn Sie dann noch überlegen, so ein alter Mann wie der Klaus Schwab, der sich das alles ausgedacht hat, der ist in Zeiten groß geworden, die wir heute nicht mehr wiederhaben möchten, aber die vom einen oder anderen dann doch blöderweise glorifiziert wird oder einfach nur emotional, intuitiv mit sich herumgetragen wird, vielleicht so ein bisschen glorifiziert wird, das eine oder andere. Man hört ja auch immer, wenn der Hitler nicht das und das falsch gemacht hätte, dann wäre das ein großer Mann gewesen. Ne? Ich glaube, so einer ist der Klaus Schwab. Der hat sich das angeguckt, wie die Deutschen damals dieses große Reich hochziehen wollten und sagen, ach, das machen wir jetzt heute einfach nur mal ein bisschen geschickter, so mit psychologischer Kriegsführung. Dann nehmen wir noch die Chinesen mit rein, die können das ja besonders gut. Ja, dann tricksen wir die alle aus mit so einem komischen Virus, kommt ja keiner bei zu Schaden. Ne? Also doch, ich sehe das anders. Also der Schaden, der mit diesen Maßnahmen bereits erzeugt wurde,
nimmt Größenordnungen an, die man in Zukunft mit den Schäden des diverser großer Kriege in dieser Welt vergleichen kann. Und dann, wenn das Ding jetzt noch weiterläuft hier, dann wird es ein Vielfaches dieses Schadens annehmen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Können Sie gerne was anderes sich überlegen, aber so läuft das nicht. Ich laufe hier irgendwie so mit meinen letzten 20% Leben in der Brust herum, ja? So, weil mein Herz schon nicht mehr richtig mitmacht bei dieser ganzen Sache, weil, ja, ich kann nicht mehr. Und vielleicht ist das ja auch beabsichtigt. Vielleicht denkt der Klaus Schwab, wenn denn so Rotznasen wie der Baumann, der da immer was zu meckern hat, dann einfach mal wegsterben, dann ist das ja ein Gewinn für die Menschheit. Aber nein, das glaube ich nicht. Also bei den alten Elefantenherden, da sind es auch immer die alten Damen, die die Jüngeren instruieren, was richtig und was falsch ist. Und das ist der Gang der Dinge. Ja, alte Menschen haben eine ganze Menge noch zu sagen normalerweise. Und ich könnte locker noch 30 Jahre reden und Dinge vermitteln, die junge Leute brauchen können, um ein schöneres und besseres Leben zu haben. Die hätte ich auch gerne, aber nicht in einem neofaschistischen System. Und ich weiß auch nicht, ob wir das noch wegkriegen. Also die Fakten liegen seit langem auf dem Tisch. Wer sich bis heute nicht damit beschäftigt hat, der wird es wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich werde also weiter meine kleinen Stammtischrunden auf verschiedenen Plattformen hier mit mir selbst abhalten, wenn keiner hier draußen mit mir reden will. Ja. Ich hoffe, die Politik kriegt noch die Kurve und sieht einfach, dass das, was der Klaus Schwab da macht, nichts Gutes ist. Es ist ganz schlecht. Es ist miserabel. Es ist nicht ansatzweise von der Qualität wie unser Grundgesetz. Und die Philosophen dieser Zeit sind nicht annähernd von dem Kaliber einer Hannah Arendt, eines Karl Jaspers, eines Karl Poppers, wie sie alle hießen, die damals wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg Grundlegendes gesagt haben zu Gesellschaften, wie sie sich entwickeln können, müssen, sollen und worauf wir Acht zu geben haben. Und wenn wir heute Acht geben auf aktuelle Entwicklung, dann gebe ich euch nochmal eine wichtige Sache mit. Im Moment wird von den Medien, den Qualitätsmedien, schon geschrieben, was die Demonstranten angeblich morgen und übermorgen und überübermorgen tun. Ja? Dass sie sich radikalisieren, dass sie gewalttätig sind. Und genauso wie dieser schwachsinnige Reichstagssturm eine Inszenierung war, sind schon diese Presseberichte eine Inszenierung. Wer da drauf reinfällt, ist im Eimer. Ja, also wir sind friedlich. Wir klären auf. Wir sagen die Wahrheit. Und aus Wahrheit folgt dann auch irgendwann alles andere. Aber ohne Wahrheit werden wir nirgendwo ankommen. Und diese ganze neue Normalität einfach nur ein riesen Schwachsinn werden. Ich muss meine letzten 20% Leben noch einteilen. Ne? So mit 60 muss man vorsichtig sein. Und meine letzten 20% Leben opfere ich der Wahrheit.